Ja, und die 2:0 hier in Braunschweig. Ein verdienter Sieg heute? Ich denke schon. Also über weite Strecken des Spiels hatten wir nicht mehr Ballbesitz, haben gut den Ball laufen lassen. Auf so einem Geläuf hier, wie man sieht, kann man den Ball auch gut laufen lassen. Und eine Zweitvertretung will immer mit Fußball spielen. Und wir waren aber den Tick bissiger, aggressiver und haben uns mehr Chancen rausgespielt. Ja, durch die ganzen Spielabsagen bekommt ihr wirklich keinen wirklichen Rhythmus. Warum hat man trotzdem heute ein gelungenes Spiel erreicht? Ja, wir bereiten uns ja jede Woche intensiv auf jedes Spiel vor. Und gerade wenn du jetzt so eine weite Auswärtsfahrt hast, dann willst du auch hier was mitnehmen und nicht dann irgendwie 9 Stunden unterwegs gewesen sein und dann nichts bekommen. Und wir sind Manns genug und nehmen das an. Und jetzt geht's schon am Sonntag, glaube ich, mit dem nächsten Spiel weiter. Ja, ich froh bist auch selbst, dass wir heute auch einen Doppelpack geschnürt haben. Ja, es könnte natürlich nicht besser sein, ne? Ich war lange verletzt, umso schöner jetzt mal wieder gespielt zu haben, auch sich fit zu fühlen und wenn man dann 2 Tore zum Sieg beisteuern kann, dann ist es umso schöner. Ja, am Sonntag geht es ja weiter gegen Norderstedt. Wie kann man den Gegner einschätzen? Norderstedt ist auch eine gute Mannschaft, eine Männermannschaft, also wir spielen aggressiv gegen den Ball und da müssen wir genauso kämpfen und uns reinhauen wie heute. Okay, danke. Dafür nicht. Ja, Rolf, 2:0 Sieg hier in Braunschweig. Ja, wie ist dein Eindruck? Bist du zufrieden mit der Mannschaftsleitung? Ja, erstens mal bin ich mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden, da wir 3 Punkte hier einfahren konnten. Und zweitens bin ich natürlich auch mit der Mannschaftsleitung zufrieden. Geschlossene Mannschaftsleistung, viel investiert und uns genau deshalb dann auch belohnt, schlussendlich mit 3 Punkten. Ja, was hat man bisher gemacht im Vergleich zum HSV-Spiel? Das war ja auch eine Zweitvertretung, die ja auch unter Profibedingungen trainiert. Ja, klar. Dennoch steht einfach Braunschweig 2 von der Entwicklung und von der Qualität nicht da, wo HSV 2 steht. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber wir haben schnell, einfachen Fußball gespielt, mit wenigen Kontakten nach vorne hin, dann zu den richtigen Zeitpunkten Risiko genommen und hinten ganz einfach. Haben wir das auch sehr gut gemacht. Also, ich weiß nicht, ob man die 2 Spiele jetzt unbedingt vergleichen kann. Ja, war auch ein verrücktes Spiel, kurz vorm Spielabbruch durch den Stromausfall. Wie fühlt man sich als Trainer, wenn man nach diesen vielen Spielabsagen jetzt auch noch einen Spielabbruch droht? Ja, also für mich war das auch, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in dieser Form gehabt habe, aber vielleicht als Spieler mal so vage zurückerinnern, aber was man sagt ist, dass man weiß ja nicht, wann es losgeht, aber man weiß, wenn es losgeht, muss man sofort wieder da sein und funktionieren. Das haben wir gut umgesetzt. Wir haben natürlich auch gewusst, dass Braunschweig 2 dann Gas geben wird. Das ist eine unbefriedigende erste Halbzeit für Braunschweig 2. Aber wir haben da gleich am Anfang wieder gut dagegen gehalten, waren voll da. Und ich glaube, das haben wir heute gut gemacht. Okay, danke. Gerne.